gerade ein bisschen auf. Ich muss gleich ein bisschen ragen hier. Wenn ihr jetzt nochmal schreibt. Ach ja. Ja, dann muss ich mal eben die Aufnahme hier beenden. Denn wie man gesehen hat, da möchte jemand Hilfe von Chris. Und ich werde gerade mega zugeflamed. Mega, mega zugeflamed. So, und ich flipp gleich aus, ne? So, da sind wir wieder. Ich musste eben ganz kurz einen Notcut hier einrichten, weil man hat ja gesehen, ich wurde mega, mega, mega zugespammt. Und ist natürlich immer sehr schön in so einer Let's Play-Aufnahme. Und eigentlich weiß derjenige auch, dass wenn ich dieses Spiel hier spiele, dass ich dann in der Aufnahme bin. Aber jetzt ist natürlich eh schon ziemlich egal, denn wir sind jeden Moment pleite. Das regt mich gerade noch am allermeisten auf. Dass ich es wieder verkackt habe. Abenteuerspiel. Abenteuerspiel Zeitreisen. So, jetzt muss ich wirklich noch irgendwie versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Große Engine, wenn ich überhaupt noch auswählen kann. Geht noch. Und hier kommt... Was war denn das? Das war der Dreamcast, glaube ich, ne? Oder sowas in der Richtung. Genau, Dreamcast, ja. Dreamcast. Wenn ich jetzt auf jeden Fall ja, es nicht schaffe, dass wir hier noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein bisschen ein Game rausbringen, was mal gekauft wird oder sowas in der Art, dann ja, kann ich gleich Brett vor die Tür nageln, geschlossen. Ja, hier steht schon, dass wir jetzt unbedingt was reißen sollten, denn wir sind im Minus. Und hier habe ich auch wieder nichts stehen, ne? Wahnsinn. Okay. Wenn wir da jetzt nicht wirklich irgendwie in irgendeiner Art und Weise richtig was reißen, richtig auf die Kacke hauen, dann ist hier wirklich also Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Kriegen wir da ein paar Punkte, aber ob das wirklich reicht, um hier ja wieder ins Positive zu kommen, ich mag es zu bezweifeln, weil eigentlich habe ich mir schon wieder habe ich den Namen vergessen einzugeben. Ne? Ich bin überhaupt nicht bei der Sache, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich schon. Ja, ich kann nicht länger warten. Den Bug noch rausmachen. Okay, ich muss ja hier freigeben, also releasen. So, Game, Adventure, Zeitreisen. Wir machen jetzt einmal Back to the Future 3. Back to the Future 3. Und ja, diesmal auch entern, dass ich das nicht wieder als Game XY habe. Und hier Game Review. Mal gucken. Haben wir jetzt mal ein bisschen... Das gibt's doch gar nicht. Ich wähle auch immer das aus, wo plus, plus, plus steht. Warum kriegen wir da gerade nichts auf die Kette, ne? Also das war's dann wohl oder übel. Ach, Mann. Kann ich wieder Peter Zwegert anrufen, ne? Wie beim letzten Teil, oder konnte ich es halt nicht hochladen, eben weil eben dieser Sound, ja, und Bank, blibablob. Wir kriegen einen Mini-Kredit halt von so und so viel, und wir müssen den bis XY zurückzahlen. Sonst, das ist jetzt die letzte Möglichkeit jetzt, wenn wir da jetzt nicht irgendwie an positives, ach, schon viel zu wenig in der ersten Woche, irgendwie an, in irgendeiner Art und Weise Geld kommen, ich verstehe auch nicht gerade, was ich falsch mache, also irgendwas mache ich ja falsch, definitiv. Da streite ich auch nichts ab. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie wirklich ein bisschen Kohle reinkriegen, dann ist hier, ja, Schluss mit lustig halt, ne? Können wir mal kurz gucken, Find Contract Work, 4 Wochen für diese Punkte, 3 Wochen für diese Punkte und 5 Wochen dafür. Machen wir eben mal das Contract Work, da kriegen wir nochmal ein paar tausend. Irgendwie macht die Sally gerade gar nichts, die schreibt lieber, ah ne, die schreiben beide. Okay. Oh Mann. Ah, wir haben gerade so überlebt, gerade jetzt eben, aber okay, wir kriegen 25.000. Nur das Problem ist, die Contract Work, die reicht halt nicht, ne? Ja, Develop New Game. Pick Topic, machen wir jetzt mal... Ah, verdammt. Werewolf, Pick Genre, Action und Pick Game Engine. Das ist schon das Problem, dass ich da gerade... Ah ne, das kann ich, die habe ich ja gekauft, die ist ja fest. Okay, Action für den PC und dann natürlich für Ältere, weil die Kinder
American Werewolf in Branda 2. Wenn das jetzt nichts wird, dann können wir hier echt ein Brett vor die Tür nageln. Okay, jetzt die Frage. Story Quest bei einem Actionspiel nicht so important, glaube ich. Oh, das Problem ist auch gerade, ich würde gerne noch Game Reports für das alte... Ach, das ist schon wieder zum Scheitern verurteilt. Das sehe ich jetzt schon allein, als wir nur 8 Punkte haben beim ersten Mal. Und wir können jetzt auch mal einen Kredit aufnehmen, weil wir den eben ja noch gerade so getilgt hatten. Ich glaube, Dialoge ist nicht so toll bei Action. Oh, so. Wenn er sich echt irgendwie... Das sieht auch zum Scheitern schon wieder gerade aus. Action. Ich glaube, Action wollen die mega, mega Sound haben. So. Problem ist aber auch, glaube ich, Selected Features, Basic Sounds und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich müsste da eigentlich theoretisch... jetzt kriegen wir da mal ein paar Punkte nach oben. Aber natürlich auch wesentlich weniger, als ich gedacht hätte, dass ich da einfach hätte neueres Zeug, also wir arbeiten ja wahrscheinlich mit alter Technologie und das ist das Problem. Ja, wir hätten einfach mehr Punkte halt freischalten sollen jetzt hier, um halt aktueller zu sein. Also andere sind wahrscheinlich halt, die haben besseres Zeug, Ideen und so weiter. Ja, hier zum Beispiel Better AI und Multiplayer und so weiter, New Research Available. Aber jetzt kommt es halt schon zu spät, weil ich denke, dass wir ja das Ruder halt nicht rumreißen können oder werden können. Ihr seht auch wieder, die Ratings sind hier total im Öpfel. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Wir können ja mal kurz gucken. Vielleicht noch leben wir ja, aber es ist zum Scheitern verurteilt. Hier zum Beispiel. Medium Games. Sequels. Gameplay. Das ist das Problem. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Vielleicht, wenn wir jetzt wirklich, wir gehen jetzt pleite, also da wird kein Weg dran vorbeiführen, dass ich vielleicht irgendwann, auf jeden Fall jetzt nicht jetzt, weil ich ja jetzt demnächst ja den Umzug habe und so weiter und so weiter, ja, noch irgendwann vielleicht nochmal mit dem Game anfange und dann vielleicht alle guten Dinge sind 3 und dann vielleicht wirklich mal bis Jahr 35 komme und wir hier mal mehr sehen als wie das Büro. Beim letzten Mal hatte ich halt zum Beispiel 2 Mitarbeiter und ich versuche jetzt auch schnell was zu researchen. Medium Games, 100, ach, das kostet 150.000, ach du dickes Alter. Nehmen wir Sound noch schnell. Ja, und der Dreamcast oder Dreamcast, wie es früher hieß, ist released worden. Und wir sind ja auch noch auf Kreditbasis. Das Problem ist, ich muss jetzt auch gleich zurückzahlen. Das heißt, gleich können wir das Brett vor die Tür nageln. Okay, wir versuchen es nochmal. Pick Topic. Aliens. Pick-up Genre Action. Plattform, PC, Engine, so. Game Name, Aliens 2151, das ist quasi der Nachfolger von dem 2150 und ja, wir versuchen es jetzt nochmal irgendwie noch. Wir haben Hunger, also wir nagen ja schon am Hungertuch, das sowieso. Okay, Story Quest ist nicht important, dann mache ich jetzt einfach mal so, hau alles hoch. Und hier haben wir Linear Story, Gameplay, Game Tutorials, okay, das lassen wir so. Aber das Problem ist halt, jetzt noch eine Messe und ich habe kein Geld, ne? Ja, achso, kann ich das weg-xen? Gut, dieses Mal sind wir nicht mal auf der Messe vertreten, also das ist schon richtig mies. Dialoge mal runter, das so, machen wir mal wirklich mal so. Aber wenn die jetzt gleich kommen und wollen ihr die Kredithaie und wollen ihr Geld wieder haben, dann ist eh... Ja, Schluss mit lustig. Sound hoch. Da kann ich jetzt auch nichts auswählen von dem, was ich eigentlich gerade ausgewählt habe. Wahrscheinlich ist es als Engine. Nee, aber das ist zum... definitiv zum Scheitern verurteilt. Ah, wir kriegen einfach Pünktchen drauf, okay. Ich kriege zwar einige Level-Ups noch, aber es ist halt ja zu spät.
Und der Vena Oasis ist auch nicht länger supported. Ne, und man sieht, wir kriegen wieder eine lauchige, weil ich einfach schnell mache und nichts erforsche, weil ich ja hier, wie gesagt, Not am Mann oder notgedrungen halt am Hungertuch schon nage. Und ja, es ist halt einfach, es ist, wie es ist, Lauch Games ist gescheitert an mangelnder Kompetenz meinerseits. Also die Titelnamen haben ja gar nichts damit zu tun, also die könnte ich auch Game-Raute sowieso nennen, aber ich habe halt einfach, ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, ich hätte auf jeden Fall viel mehr researchen müssen und halt auch die neuen Sachen einfügen müssen und so Pipapo und Tralala und hast du nicht gesehen. Jedenfalls, ja, ist es halt hier eben gleich jetzt halt Geschichte. Denn die Kredithaie stehen uns schon im Nacken. Setzen uns die Pistole auf die Brust. Das ist denn bei nicht Send, jetzt können wir nochmal testen, wenn ich dieses Send on Dingsbums auswähle. Ach nein, jetzt habe ich die weggeschickt, ne? Aber das schafft der andere auch, also schaffe ich selber auch alleine, okay? Schöne Arbeit, bliblablub, bliblablub. Und das war's. Jetzt mal ausgewählt, weil es ist jetzt eigentlich egal, was wir machen. Okay, und Game Over. Lauch Games verabschiedet sich, der Chris verabschiedet sich. Er hat hier mal wieder schön, wie der Name schon sagt, Lauch Games. Das Spiel ist natürlich kein Lauch Game, aber der Chris hat lauchig gespielt. Aus die Maus. Ja, und ich werde dann wieder halt als Angestellter arbeiten, denn irgendwie die Selbstständigkeit ist mir zu schwer. Also haut da rein, euer Chris.